Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Chainsymbol 4 der Danny Spitters. Wir befinden uns hier im Augsburg Hauptbahnhof bei leichtem Schneefall am frühen Morgen mit unserer ICE-3-Einheit und müssen diesen bei leichtem Schneefall, wie gesagt, bis nach München Hauptbahnhof bringen mit Halt oder Zwischenhalt in München Pasing. Und ich würde sagen, wir können auch gleich losfahren. Wie gesagt, die Fahrgäste sind eingestiegen, dann tun wir das auch. So. Dann eh noch ein bisschen warten, da können wir den Zug ein wenig aufrüsten. So, das heißt, wir werden hier die Spitzensignale einstellen. Die AFB natürlich. Und zwar voll soll. Wir werden die Zugsicherungssysteme einstellen. Das haben wir auch getan. Die Scheibenwischer müssen wir natürlich einstellen. Auf unregelmäßig. So. Dann können wir auch gleich loslegen. Wir verriegeln die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Dann können wir hier noch ein wenig die Helligkeit ändern. Und dann würde ich sagen, wenn wir soweit sind, fahren wir los. Auf geht's. Bremsen gelöst. Jetzt geht's auch. Erste Station München-Pasing. Zugbeeinflussung. So, richtig. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Sie fahren. 90. Dann dürfen wir auch gleich schon jetzt schon aufschalten. Und willkommen in der LZB. Jetzt herrscht ganz entspanntes Fahren. Auch mal schön. Hinein in den Sonnenaufgang. Das Einzige, was wir noch tun müssen, ist die Siefer drücken. Sehr schön.
Outfit. RE? Augsburg, Hornstädter Straße und so weiter. Hochzoll. So, es dürfte jetzt 200 sein. Ja, 210 sogar oder 220. Ordentlich Kilometer machen von München nach Augsburg. Beziehungsweise Augsburg nach München, das sind auch locker 60 Kilometer. Und Geschwindigkeit natürlich. Es gibt ja diese Challenge, wo man diese gewisse Herausforderung schaffen sollte. Ja, das ist zum Beispiel eine davon, wo man, glaube ich, gleich zwei Anforderungen erfüllen kann. Einmal die Geschwindigkeit und einmal die Kilometer. Finde ich ganz sinnvoll. So, wir fahren Einzeltraktion. Wie gesagt, München-Pasing ist unser Zwischenhalt, bevor wir dann 7 oder 8 Kilometer weiter in den Münchner Hauptbahnhof einfahren. Ihr habt es mit Sicherheit gehört. Im Süden unserer schönen Republik hat es ja ordentlich geschneit. Besonders hart getroffen hat es in München und somit auch den Münchner Hauptbahnhof. Und dort ging ja überhaupt nichts mehr. Teilweise geht ja immer noch nichts. Die sind ja immer noch am Räumen. Sodass das noch ein wenig schwierig wird für alle die, die sich vielleicht dort hinbegeben wollten mit der Bahn. Das könnte aktuell noch ein wenig zu Problemen führen. Gibt den Jungs Zeit, die sind wirklich mit allem dabei, was sie haben, um dort wieder einigermaßen einigermaßen vernünftige Fahrwege zu schaffen für die Züge, damit dort wieder ein einigermaßen reibungsloser Zugverkehr herrschen kann. Wie gesagt, das geht nicht von heute auf morgen. Es ist da ordentlich Schnee gefallen. Ich glaube, in einer Nacht mehr als in einem ganzen Jahr oder in 2 Tagen mehr als in einem ganzen Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon wirklich ordentlich. Es dort hinunter rieselte in der kurzen Zeit an Schnee. Das gehört nun mal zum Winter dazu, aber dann so viel ist dann auch schon wieder krass.
meine ich. Und dann mit CE3 Richtung München. Aber Horizont seht ihr, die Sonne geht auch so langsam auf. Hat es natürlich schwer, weil es doch schon einigermaßen bewölkt ist. Sie gibt sich Mühe. Wahrscheinlich dann gleich umsetzen, wenn wir München Hardig näher kommen. Die S-Bahn sind auch noch frei fröhlich unterwegs, aber sonst ist ja auch nicht gerade viel zu sehen. Also viel Verkehr kommt uns jetzt nicht entgegen. An diesem frühen Morgen, an diesem verschneiten frühen Morgen, 8. Dezember 2023. Werden wir nicht langsamer, also es scheint noch ein ganzes Stück hin zu sein, diese 200 Beschränkung. Habt ihr das gesehen? Rechts S-Bahn, links RE. Sehr, sehr nice. So, jetzt werden wir doch dann doch ein bisschen langsamer. So langsam kommen wir dem Ganzen dann näher. Es sind doch nur noch 14 Kilometer.
Der erste Gegenzug, sehr schön. Steht da wieder eine S-Bahn? Ja. Oh, es könnte sein, dass die LZB zu Ende geht. Dann machen wir mal die AB 0. Wie aufs. So, jetzt müssen wir gerade mal schauen hier. Richtig ist angezeigt, oder? So, 160 auf jeden Fall. Noch nichts anderes habe ich gesehen bisher. Ist auf jeden Fall zu Ende, so viel steht fest. Noch 130 gleich. So langsam hin. Irgendwie wird das auch ordentlich neblig hier. Den tue ich mal gar nichts.
So, dann wären wir schon in Parsing. Wunderschön. Sifa. Einigermaßen pünktlich sogar. Wahnsinn. Wir öffnen die Türen. Türen geöffnet. Und, dann schauen wir uns hier einfach mal ein bisschen um. Es ist ordentlich neblig geworden auch noch, also man sieht die Hand vor Augen nicht mehr. Hier in München, Pasing. S-Bahn. Wir machen uns dann auch gleich auf den Weg nach München Hauptbahnhof. Können die Tür verriegeln? Schließvorgang eingeleitet. Und dann geht's los nach München Hauptbahnhof. Bremsen lösen. Auf geht's. Da verschwinden wir im Nebel. Ich glaube, den Scheibenwischer können wir mittlerweile auch ausstellen. Ei, hey, das war zu viel. Sifa. Meine sehr verehrten Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir unseren End- und Zielbahnhof von München Hauptbahnhof. Aufgrund starker Schneefälle werden wir diesen Halt nicht unbedingt pünktlich erreichen. Bitte informieren Sie sich vor Ort um weitere Verbindungen aus München heraus. Wir können nicht garantieren, dass Sie alle Züge pünktlich bekommen bzw. alle Züge pünktlich fahren werden. Schienenersatzverkehr wurde bereitgestellt. Dieser Zug endet im Münchner Hauptbahnhof. Wir bitten alle Fahrgäste in Münchner Hauptbahnhof, diesen Zug zu verlassen. Aufgrund starker Schneefälle können wir eine weitere sichere Fahrt nicht gewährleisten und bitten Sie daher, in Münchner Hauptbahnhof diesen Zug zu verlassen. Ich danke für Ihr Verständnis, Ihre Deutsche Bahn. Gelb. Was ist denn jetzt los? Sifa 20 Rettung. Ach. Sifa
haben wir rot. Was ist denn jetzt los? Sifa. Aha, dürfen. Okay, na gut, doch ist. Und das war das gelbe Vorsignal. Und soll sowieso quittieren erstmal. Zugbeeinflussung. Abgelehnt, das habe ich mir nämlich gedacht. Ist neblig geworden, alter Schwede. Sifa. Sifa. Gut, dann halten wir da mal an. Wenn das so sein muss, sein soll, dann tun wir das. Natürlich, selbstverständlich, ist ja klar. Und sonst ist ja sowieso das Szenario beendet. Sifa. Gut, dann gucken wir mal, was da der Grund für unseren Halt ist. Mal wieder jemanden auf unserem Fahrweg. Ah. Ja dann. Müsst ihr jetzt gleich hier an uns vorbeifahren? Der Grund. Sehen tue ich nichts, ehrlich sagen. Du bist so stark. Ah, da kommt die S-Bahn. So. Wir dürfen. Selbstverständlich noch unter 500 Hertz Magnet, das heißt auch unter 24 bleiben. Das wird sich aber gleich geben. Zugbeeinflussung. So, 45 dürfen wir nicht überschreiten. Zugbeeinflussung. Bleiben wir mal bei 40. Ja, ist ja gut jetzt. Sowieso gleich Geschwindigkeitsbeschränkung 40, dann tut sich da nichts mehr. Und da kommen wir doch wieder leicht verspätet in München an, aufgrund des roten Signals, was uns einen kleinen Zwangshalt bescherte. Dem ist dann halt so.
dagegen ist man machtlos. Über das Vorfeld. Sifa. Mit unserem Halt, unser Gleis ganz rechts haben wahrscheinlich. Gleis 13. Und 30. So, den Halt in München werden wir leider eine Minute später haben, weil wie gesagt. Flugbeeinflussung. Sifa. Wir das rote Signal hatten. Aber ich denke, damit können die Fahrgäste hoffentlich noch leben. Diese eine Minute später, die wir jetzt hier am Bahnsteig sind. Wie gesagt, die Fahrt endet sowieso hier in München, weil wie gesagt starker Schneefall, starker Nebel, dass jede weitere Fahrt mehr unbedingt sicher. Deswegen wird unsere Fahrt hier auch in München enden. So, da wären wir. Türen geöffnet. Schließvorgang eingeleitet. Nein! Ach. Türen geöffnet. So. So passt es. So, bitte nicht einsteigen, dieser Zug endet hier. Es sollen noch Folgezüge kommen um 10.54 Uhr ICE 708 nach Dortmund Hauptbahnhof und um 11.49 Uhr ICE 596 nach Berlin Hauptbahnhof tief. Ob die fahren, sei mal so dahingestellt, weil wie gesagt, das Wetter seine eigenen Gesetze hat. Türen Schließvorgang eingeleitet. Und dann endet das Ganze hier. Gebraucht haben wir 35 Minuten 12 Sekunden für die Fahrt von Augsburg mit Halt in Pasing bis nach München Hauptbahnhof, wobei wir auch noch einen Halt an einem roten Signal hatten, kurz vor München Hauptbahnhof. Ich hoffe, diese kleine Fahrt durch leichten Schneefall am frühen Morgen und dann endet mit starkem Nebel hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt ein schönes Wochenende, habt einen schönen Freitagabend. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer der Dennis Spieters. Etwas noch in eigener Sache. Vielen, vielen Dank für 15.000 Abonnenten. Ich danke jedem Einzelnen von euch. Vielen, 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 vielen Dank. Ich hätte nie gedacht, dass das so weit geht. Ihr seid wirklich Wahnsinn. Ich danke jedem Einzelnen von euch für euren Support. Macht weiter so, bleibt dran. Ich werde mein Bestes geben mit neuem Content, neuen Videos. Auch wenn es nicht immer die spektakulären Videos sind. Ich hoffe, auch diese einfachen, so wie dieses hier, gefallen euch. Wenn ja, wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da. Zeigt es mir durch Aufrufe, durch einen Daumen nach oben. Es würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Ihr hört und seht mich dann vielleicht in einem der nächsten Videos. Macht's gut. Bis dahin. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.